Ein recht herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von dem Spiel Train the World Northeast Corridor New York. Ja, Leute, wir schauen uns weiterhin das DLC an und ich finde es ganz cool, dass wir jetzt hier die Städte tummeln, dass wir die Stadt besser kennenlernen. Und ich denke mal, nach so ein bis zwei Folgen schauen wir uns das Ding hier an. Und diese Güterzug-Gedöns da, das kennen wir ja sozusagen schon. Ich finde, oder ich überlege noch, ob wir das machen sollten. Wir werden uns noch überlegen. Wir gehen jetzt aber mal mit der Städtetour. Freue mich da schon drauf. Freue mich, mit euch gemeinsam hier auch den Zug erkunden zu können, weil den haben wir noch, ja, sehr wenig erkundet. Ich glaube, das wird ganz cool. Wie ich schon gesagt habe, ja, ich würde jetzt nicht sagen, es gibt viel Neues zu entdecken, weil an sich die Features bleiben natürlich. Man ist sehr viel im Zug unterwegs, man schaut sich sehr wenig die Außenwelt an. Natürlich, okay, man kann durch die Fenster erkennen, ja, das könnte jetzt New York sein, aber natürlich spielt das Hauptgeschehen hier auf den Gleisen und deshalb, ja, ist in Ordnung. Okay, Leute, Amtrak wartet schon auf uns, Amtrak 640, wir laufen mal dahin, aber ich glaube, das heißt gar nicht 640, sondern irgendwie dann, was habe ich gesagt, Amtrak ACS 64 oder so ähnlich. Okay, wir sind hier am Newark International Airport. Oh, da fährt gerade ein Zug durch, ist ja schon ordentlich Betrieb hier, ist schon mal ein Pluspunkt, läuft. Okay, wir müssen mal hochlaufen, wir sollen jetzt zu Gleis 1 und dann gehen wir doch da mal gerne hin. Okay, können wir schon mal rausschauen. Natürlich, die Ami-Schlitten sind auch da. Muss sein, Leute. Muss sein. Guten Tag. Guten Tag, der Herr. Aber ihr fehlt halt... Also auf dem Bahnhof ist es halt immer ziemlich laut, so von den Stimmen her, von den Abzugsanlagen, sag ich's mal. Es ist zu leise an sich. Es ist zu leise. Das kenne ich anders. Es sei denn, ich war noch nicht in Amerika. Es ist in Amerika alles anders. Aber nee, glaube ich nicht. Gut, ich würde sagen, wir setzen uns rein. Bevor wir uns reinsetzen, erstmal einmal gucken hier, was bei den Leuten abgeht. Hier, oh, Business Class. Haben wir ja letzte Folge schon gesehen, dass es die Business Class ist hier oder war. Aber reingeschaut haben wir noch nicht. Guck mal, das ist auch ein cooles, Detail. Genau, die sitzt hier drin, wie es so in der Business Class ist. Hier, Freiraum bis zum geht nicht mehr. Ich meine, wenn man lange fährt, okay. Oh, guck mal, die haben hier viel weniger Platz, die sich gegenüber sitzen. Aber die sitzen ja alle... Wo sind die Laptops hier, Leute? Wo sind sie? Hä? Zwillinge? Ja. Okay. Ich würde sagen, wir starten. Wir können hier die Tür öffnen, aber hier können wir natürlich nicht rüber, weil unser Gedöns ist natürlich... Wir schließen mal wieder da hinten. Können wir auch hier rein? Natürlich, Leute, können wir hier rein. Wir können auch hier, genau. Das finde ich ja auch ganz cool. In dieser Raum hier. Der Technikraum, sage ich mal. Und dann düsen wir jetzt gleich mal los. Sonst haben wir wieder Verspätung, das wollen wir ja auch nicht. Zack. Hinsetzen. Und dann geht das los. So, Zielvorgabe erfüllt. Wir warten wieder. Vorwärtsposition. Das kriegen wir hin. Jawohl. Oh, jetzt haben wir ihn ausgestellt. Das wollte ich gar nicht. So, vorwärts. Genau. Bremsen lösen. Jetzt haben wir volle Leistung. Unterdrückung wollen wir nicht. Ah, Moment, ich muss hier so, glaube ich, machen. Minimal lösen. So, haben wir auch. Und dann müssen wir noch... haben wir doch gelöst jetzt hier, oder? Haben wir doch. Ja, okay, dann gehen wir jetzt einfach mal langsam Gas. Mal gucken, ob das schon funktioniert. So, 7.05 Uhr werden wir erwartet. Newark Penn, würde ich sagen, heißt das Ganze. Wir haben es 7.01 Uhr. 4 Minuten. Okay, Leute. Wie gesagt, wir sollten nicht zu viel Gas geben, auch nicht zu langsam fahren. Wir haben, also ich sag mal, wir müssen uns einfach sagen, wir haben Zeit, wir haben keinen Stress. Weil wenn man sich selber Stress macht, macht man sich auch, ja, weiß ich nicht, selber ungeduldig und ist ja nicht so cool. So, dann geht das los hier. Machen wir ein bisschen schneller den Leistungsregler. Ich bin echt gespannt, was das so gibt. Ist halt ziemlich leise. Ist halt so eine Elektrolok, ne? Die DLC kostet übrigens UVP 29,99. Ist natürlich schon happen, muss man sagen.
Es erscheinen ja ziemlich viele DLCs für das Game jetzt hier. Es ist ja echt klein angefangen mit einer Strecke. Ja. Aber man muss auch sagen, es ist halt immer so, ist die Nachfrage da, sind die Preise auch dementsprechend ein bisschen höher. Und ja, 30 Euro, keine Ahnung, kann ich jetzt noch nicht so sagen. Hört sich auf jeden Fall erstmal viel an. Könnte so ein Hauptgame sein, ne? So ein Hauptspiel. Ist schon ein Happen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber okay, Leute. No problem. Vielen Dank nochmal an Gamesplant, die uns das hier zur Verfügung gestellt haben. Möchte ich auch an dieser Stelle nochmal erwähnen, damit ihr wisst, okay. Und damit wir auch transparent sind zu euch. So. Das dazu. Übrigens bei Gamesplant 26,99. Ein paar Euro würdet ihr da sparen. Link ist in der Videobeschreibung. Das haben wir auch geklärt. Okay. Wir wollen ja auch nicht, dass ihr es irgendwie zu teuer dann doch kauft. Dann wäre es günstiger gewesen da. Und ja, deshalb. Da nochmal eine kleine Info. Okay. 61 Meilen pro Stunde. Wir haben es ja nicht auf km/h gestellt. Finde es eigentlich ganz, ganz angenehm, die Geschwindigkeit, ne? Die wir jetzt hier fahren. 0,7 Meilen sind wir schon da. Mit den Bremsen. Das kann ich halt weiterhin nicht so gut einschätzen, muss ich ehrlich sagen. Ich würde sagen, wir machen auf Leerlauf. Minimale Reduktion dürfte auch klappen. Und da drücken wir mal auf 12. Machen wir minimale Reduktion. Ich hoffe, das geht so. Wie gesagt, Fehler passieren immer. Selbst einem Profi. So. Mal gucken, ob das klappt. Wir düsen nochmal ein bisschen vor. Wir haben jetzt 7:04 Uhr. Ich weiß gar nicht, ob man genau auf diesem Punkt stehen bleiben muss, wie das war. Wir düsen mal ein bisschen davor, bevor wir irgendwas riskieren und dann wieder vorfahren müssen. Das heißt, wir fahren bis dahin und dann sagen wir nämlich so, volle Leistung. Zielvorgabe erfüllt. Wir entriegeln, Leute, und schauen uns das von außen an, das Spektakel, ob jemand überhaupt aussteigen möchte. Habe ich noch nicht entriegelt? Nö, alles gut. Passt. Passt, passt, passt. Gut, ist ja ziemlich leise. Ich muss, glaube ich, noch lauter machen. An sich sieht der Zug schon si ziemlich gut aus. Es läuft schon. So, Fahrgäste einsteigen lassen. Und dann können wir die Türen verriegeln. Machen die Bremsen wieder los. Und sagen dementsprechend Leistungsregler. Bisschen hochstellen, mal gucken, ob es so jetzt geht. Jo. So, nächster Ort ist. Was? Sekaukus oder so. What? Kenne ich gar nicht. Okay, auf geht's. Ich sehe da was mit 30 Meilen pro Stunde, die wir erstmal fahren sollen hier. In 5 Meilen haben wir dann unser nächstes Ziel erreicht. 20 Minuten geht übrigens die Fahrzeit hier. Oder das ist so angegeben. Wir haben ja keinen Stress. Wir schauen uns das erstmal hier an, diese Tour. Und überlegen dann, inwieweit wir noch weiter spielen. Und inwieweit wir auch noch was weiter zeigen können. Und jo. Ja. So ist der Plan. Vielleicht sagen wir auch, okay, wir machen einfach die nächste Folge noch einmal mit Güterzug. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee, dass wir dann beides einmal ausprobiert haben. Ganz interessant aus. Mit der Brücke ist schon ganz cool, muss ich sagen. So, ein bisschen erhöhen die Leistung. Ich meine, okay, wir dürfen nur bis 30, ne? Nicht zu viel. Wollen wir ja auch nicht riskieren hier, dass wir hier geblitzt werden auch noch. Oder Strafe zahlen müssen. Das wär's noch, Leute. Das wär's noch. Nein, machen wir ein bisschen auf Leerlauf wieder.
Bisschen Gas können wir noch, bisschen Gas können wir noch. So, aber wir können, glaube ich, eigentlich wieder. Nächste ist gelb. 45 dürfen wir gleich. Ja, fahren wir ein bisschen schneller, aber alles gut. So, erst wenn der Zug, glaube ich, vollständig drüber ist, können wir dann auf 45. Irgendwie so war. Da war was, ne? Nee. Ah, jetzt ist. Okay. Okay, wir beschleunigen ein bisschen. 7.08 Uhr haben wir. 7.30 Uhr sollen wir da sein. Sieht ganz gut aus. Beschleunigung schon mal auf 90. So. Ja, ich dachte, wir sollten auf 90. Ah, erst später habe ich mich verlesen. Das wollen wir auch nicht. Das war hier wieder Kacke bauen. Guck mal, da stehen die Güter. Der Wagen. Auch ganz cool. So. Also ganz ruhig hier. Ganz ruhig gehen wir das hier an. Schauen wir uns an. Es heißt ja auch in dem Sinne eigentlich nur Vorstellung, ne? Ich habe jetzt keinen Let's Test gemacht. Einfach nur eine Vorstellung. Ich hoffe, das ist auch in eurem Interesse. Wie gesagt, ihr könnt gerne immer Feedback schreiben. Ihr könnt auch gerne Feedback zum Dir. Oh, wir haben Rot. Ich weiß gar nicht. Muss das denn jetzt sein? Ah, es ist jetzt wieder. Sehr schön. Es ist wieder grün. Ja, grün. Es ist gelb, sagen wir es mal so. Farbschwäche habe ich jetzt noch nicht. Naja, so ein paar Minuten fahren wir dann doch noch. So viel. Ja, Großstadtfeeling ist, finde ich, schon da oder so. Wenn man schon mal, ich sag mal, New York auf Bildern gesehen hat oder Fotos, dann die Brücken und so, das hat schon was auf jeden Fall. Es hat schon was. Viel Gewässer. Gleich können wir auf 90 beschleunigen. Aber denkt daran, ne? 2,3 Meilen ist jetzt auch nicht mehr so weit weg. Deswegen glaube ich, wir bleiben sogar. Ja. 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 Ich kann es auch nicht lassen. Ja, komm. Wir geben nochmal ein bisschen Gas hier. Wir müssen ja auch pünktlich kommen, ne? Wir müssen ja auch pünktlich kommen. 0,6 Meilen ist wieder was Gelbes. Das sieht schon nice aus, muss ich sagen. Uiuiui. Guck mal da. Oh, das hat schon was, ne? Das hat schon was. Nice. So. Jetzt glaube ich auch ein bisschen. Gehe ich mal ein bisschen runter. Leerlauf ist, glaube ich, ganz gut. So, das ist. Ah, das ist okay mit der Brücke. Oh, ich muss schon bremsen, sehe ich gerade. So. Ich weiß gar nicht, anfängliche Reduktion, sollten wir das schon machen? Boah, ich glaube, wir liegen ganz gut in der Zeit. Und wenn wir da ein paar Sekunden später kommen oder eine Minute, ist das ja auch kein Problem. Ach, guck mal, da ist das Rot. Da ist was rot.
Wir machen mal auf Leerlauf, genau. Ich glaube schon, dass es eigentlich ganz realistisch ist, was wir hier machen. Wir sollen ja nicht mit volle Vollkaracho reinfahren, sondern dann schon so ein schon minimale Reaktion. So. Wie sie wieder rollen lassen, das war. Oh, gar nicht mal. Guck mal, geht das? Wird das nicht akzeptiert? Und muss ich jetzt ehrlich noch ein bisschen. Warte, guck. Ja, das finde ich jetzt, weiß ich nicht. Muss ich hier wirklich jetzt auf Lösen stellen, damit das funktioniert? Anscheinend. Damit er das akzeptiert, muss ich da irgendwie drin stehen. Ja, ist ja auch Sinn und Zweck, aber ein bisschen vor, es ja wäre ja auch in Ordnung, Leute. So, das ist gelöst. Ah, komm, wir rollen schon ein bisschen. Jo, 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 jo. Ist aber Verspätung. So, jetzt aber Leerlauf. Zack. Ja, jetzt sagt er, okay, alles klar. So, links sind Riegel. Hallo? So. Alles klar, also das haben wir wieder gelernt. Nach unserer längeren Pause, das müssen wir auf jeden Fall tun, so. Das müssen wir auf jeden Fall tun. So, wer möchte noch? Wer möchte noch? Okay, Leute. Ich würde sagen, wie es weitergeht, seht ihr dann in der nächsten Folge. Ich werde den Zug wieder einsatzbereit machen, wenn die Fahrgäste alle eingestiegen sind. Ich freue mich, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge und tschüss.